In Rumänien bereiten wir jetzt schon seit 15 Jahren Förderprojekte vor, EU-Förderprojekte, nationale Förderungen. Und wir haben vor 10 Jahren schon einmal einen großen Schwerpunkt gehabt für Alternativenergie. Dann ist für 10 Jahre alles relativ ruhig geworden in dem Bereich. Dann gab es kaum Förderungen für Investitionen. Aber jetzt seit 1,5 Jahren plötzlich geht es wieder voll los. Thema heute ist speziell die EU-Förderungen. Was fördert eigentlich die Europäische Union jetzt nicht nur in Rumänien, sondern allgemein zum Thema Alternativenergie? Voriges Jahr, wie wir unsere 10-jährige Veranstaltung gefeiert haben, haben wir sehr viel gesprochen über Emissionen, über Klimawandel. Das ist natürlich nach wie vor ein Thema. Aber wenn ich mir anschaue, so die Zeitungen und die Medienberichte und was passiert ist seither, dann kommt einem ja echt das Fürchten, muss ich sagen. Ja? Alle möglichen diffusen oder auch konkreteren Angstvisionen, die da entwickelt werden, die natürlich auch begründet sind, die aber natürlich zum Glück manches Mal auch dazu führen, dass neue Ideen kommen. Wo könnten wir eigentlich jetzt noch Strom produzieren, der uns aus den konventionellen Quellen fehlt? Aber Basis dessen ist immer das hier, eine fürchterliche große Summe an Geld, die wir brauchen. Und jetzt schauen wir mal, wie denn die Europäische Union sich entwickelt hat oder welche Modelle man sich vorgestellt hat, um zumindest einen Teil dieser Kosten abzudecken. Die Europäische Kommission hat für diese Dekade 2020 bis 2030 primär mal 2 Schwerpunktthemen definiert gehabt. Das erste war Digitalisierung. Wir sind jetzt in der Dekade der Digitalisierung der Europäischen Union. Das ist vollkommen in Vergessenheit geraten, davon spricht gar niemand mehr. Viel wichtiger geworden ist dann sehr schnell einmal die Reduzierung der Emissionen und jetzt plötzlich noch viel wichtiger ist die Unabhängigkeit von den fossilen Brennstoffen, die primär aus Russland kommen. Und infolgedessen sieht man auch, wie sich im Laufe der Jahre schon langsam auch die Ziele betreffend die erneuerbare Energie in der Europäischen Union verändert haben. 1997 hat man zum ersten Mal solche Ziele definiert, 12% bis 2010. Dann sind 12 Jahre vergangen, dann hat man gesagt, okay, 20% bis 2020. Wieder sind fast 10 Jahre vergangen, 32% bis 2030. Und jetzt plötzlich geht es ganz schnell. 2021 der Vorschlag 40% bis 2030, der ist heuer im Juni auch akzeptiert worden. Und kaum ist akzeptiert worden, kommt die Europäische Kommission schon mit dem nächsten Vorschlag 45%. Das ist natürlich, würde ich sagen, einmal schon ein progressiver und ein sehr mutiger Ansatz, wenn man sich ja auch bedenkt, wie lange es zum Beispiel dauert in Ländern, die eine relativ hohe Bürokratie haben, Beispiel Deutschland, um eine Windenergieanlage überhaupt bauen zu können. Da spricht man von 10 Jahren Entwicklungszeit, bis das Projekt auch wirklich ans Netz geht. Okay, aber davon abhängig, unabhängig, schauen wir uns mal an, was gibt es denn da für Programme von der Europäischen Union. Wenn man das so sieht, dass ich jetzt absichtlich ein bisschen chaotisch da aufgemalt habe, es erschlägt einen. Ja, es sind einfach eine große Menge von Programmen und wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, fragt man sich ja, welches ist jetzt eigentlich das Richtige für mich? Deswegen habe ich mir gedacht, wir bringen das einmal ein bisschen in eine Systematik als ersten Schritt. Ganz wichtig ist, was bis jetzt eigentlich noch nie ein großes Thema war, um überhaupt Förderungen von der Europäischen Union bekommen zu können, muss ein Land gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Das betrifft zumindest einmal die Grundrechtscharta der Europäischen Union. Warum sage ich das? Weil wir momentan 2 Länder haben, die für die neuen Förderperioden prinzipiell einmal keinen Anspruch haben auf Förderungen der Europäischen Union, nämlich leider Polen und Ungarn. Und allein für Polen reden wir von 72 Milliarden Euro, die Polen nicht bekommt, wenn nicht gewisse grundlegende Voraussetzungen in der polnischen Rechtslandschaft und in der Gesetzeslandschaft geändert werden. Aber okay, sagen wir mal, die Länder haben das erfüllt. Dann würde ich sagen, die Kategorisierung auf 2 Bereiche. Einerseits einmal Förderprogramme, die von der Europäischen Kommission oder etwas leger gesagt von Brüssel direkt verwaltet werden. Die haben als Schwerpunkt einmal zwischenstaatliche Programme und andererseits auch Programme für gemeinschaftliche Ziele der Europäischen Union, sind sehr stark forschungslastig, sind sehr stark auch umweltlastig, um diese beiden Bereiche mal herauszuheben. Andererseits haben wir die Förderprogramme, die von den Nationalstaaten verwaltet werden, die natürlich einerseits einmal
je nach nationalen Anforderungen unterschiedliche Schwerpunkte haben, die aber natürlich auch ihre individuellen und auch regionalen und lokalen Anforderungen erfüllen wollen durch diese Förderprogramme. Wenn wir das jetzt anschauen von der großen Menge von Förderprogrammen, die Sie vorhin gesehen haben, welches passt jetzt wohin, dann sind das die Programme, die von der Europäischen Kommission oder von Brüssel verwaltet werden. Und schon die ersten drei, Horizon, Innovation Fund und LIFE, sind drei Programme, die einen sehr starken Forschungsschwerpunkt haben. Und wir reden auch zum Teil von sehr großen Projekten. Am schlimmsten, würde ich sagen, ist der Innovation Fund. Im Innovation Fund geht es um wirklich große, innovative Forschungsprojekte. Beim ersten Durchgang dieses Programms, wo 1 Milliarde Euro vergeben wurde, wurden mehr als 300 Projekte eingereicht und genau 6 Projekte sind genehmigt worden. Ja, das heißt, erstens einmal, der Konkurrenzdruck ist enorm und zweitens, die Projekte müssen riesig sein, um eine Chance zu haben. Jedes dieser 6 Projekte hat mehr als 100 Millionen Euro bekommen für das Forschungsvorhaben. Nicht ganz so schlimm bei den anderen Programmen, aber es geht auch in diese Richtung. Also die Programme, die man in der Europäischen Union direkt in Brüssel einreicht, müssen wirklich einen sehr hohen Standard erfüllen betreffend die Innovation. Nicht ganz so schlimm bei den Projekten oder den Programmen, die von den Staaten verwendet werden. Und ich rede jetzt gar nicht die Liste, sondern ich gehe es einfach der Reihe nach durch und sage Ihnen zu jedem, worum es da im Wesentlichen geht. Das erste Mal ist diese Aufbau- und Resilienzfazilität, wie das auf Deutsch etwas holprig heißt, oder Recovery and Resilience Fund auf Englisch, das ist ein bisschen leichter zu verdauen. Ansatzpunkt war, wie können wir der Wirtschaft helfen, nach der Covid-Krise wieder in die Gänge zu kommen. Diese Förderungen gibt es prinzipiell mit Ausnahme von Ungarn und Polen derzeit in allen EU-Ländern. Riesiges Budget, 670 Milliarden Euro. Und ganz wichtig, mindestens 37% dieses Budgets müssen verwendet werden für klimarelevante Investitionen. Und das ist jetzt natürlich einerseits Alternativenergie, das ist aber auch Energieeffizienz. Da geht es auch in Richtung grünen Wasserstoff, in Speicherlösungen etc. Da ist im Prinzip jedes Land frei gewesen, sich selbst zu überlegen, wofür ich dieses Geld verwenden möchte. Wichtig jetzt ist, die Programme sind so gedacht gewesen, dass bis Ende dieses Jahres 70% aller Förderungen an Projekte zugeteilt werden. Das funktioniert nicht so gut. Ich glaube, kein Land ist über 20% momentan. Manche Länder sind bei 5%, die Niederlande sind bei 0%. Ja. Weil da also offenbar Geld überbleibt, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass die Länder einen Teil dieses Geldes umschichten auf mehr Alternativenergieprojekte. Ja, also auch wenn wir jetzt in allen Ländern schon relativ große Budgets haben für Alternativenergie aus diesem Fonds, das wird noch mehr werden. Wichtig ist auch, dass alle diese Projekte bis Ende 2026 umgesetzt werden müssen. Der zweite große Fonds ist der Kohäsions- und Regionalentwicklungsfonds. Das sind praktisch die Förderungen für die Periode 2021 bis 2027, mehr als 1.000 Milliarden Euro. Alle Länder werden auch einen Teil dieses Geldes verwenden für Alternativenergie, teilweise auch für Wasserstoff. Nächstes, ganz wichtig, Modernization Fund. Den gibt es nur in den 10 einkommensschwächsten Ländern der Europäischen Union. Aktuell 50 Milliarden Euro Budget, das hängt an der Höhe der ETS-Zertifikate. Das ist eher gedacht für große alternative Energieprojekte, für Energieeffizienzprojekte. Im Prinzip ist die Idee, dass das gesamte Geld des Modernization Funds für klimarelevante Investitionen aufgewendet wird. Und der letzte dieser Liste, Förderungen für den gerechten Übergang. Diese Förderungen sind gedacht für ganz bestimmte Regionen, die zum Beispiel jetzt sehr stark abhängig sind von Kohle oder von Erdgas, in denen man mithelfen möchte, dass die sozialen Auswirkungen dieses Umstiegs auf eine alternative Energie nicht so stark sind, wie wenn man es einfach kalt durchführen würde. Das heißt, da gibt es gewisse soziale Abfederungen, aber auch aus diesen Fonds können Projekte für alternative Energie gefördert werden. Wir als DPA, wir reden aber nicht nur drüber, sondern wir machen es auch. Deswegen habe ich jetzt einmal ein paar Projekte zusammengeschrieben, die wir heuer schon in Rumänien eingereicht haben oder noch einreichen werden. Zum Beispiel Windenergie, wir haben bis jetzt eingereicht Förderungen, Investitionsförderungen für 175 Megawatt Windenergie. Das sind im Wesentlichen 2 große Projekte gewesen. Wir haben noch weitere Vorbereitungen, die wir, je nachdem wie schnell die Projekte entwickelt werden können, heuer oder nächstes Jahr für Förderungen beantragen werden.
Photovoltaik haben wir bisher heuer 45 Megawatt eingereicht. Das waren 6 Projekte in Summe, relativ unterschiedlich von der Größe. Das größte fast 30 Megawatt, aber wir haben auch kleine gehabt mit weniger als 1 Megawatt, so am Dach montierte Anlagen für Industriebetriebe. Und wir haben wirklich große Projekte noch in Vorbereitung für heuer und nächstes Jahr. Also momentan die unterschriebenen Projekte liegen bei 400 Megawatt. Aber nicht nur die Produktion, sondern auch die Verwendung von Alternativenergie gibt es Projekte. Wir haben heuer schon 2 Elektrolyseprojekte eingereicht für EU-Förderungen, insgesamt 68 Megawatt. Das ist an sich schon ziemlich groß für Elektrolysen. Da kommen heraus etwa 12.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr. Allerdings für einen chemischen Betrieb, beide Projekte hängen zusammen für dieselbe Gruppe, die Wasserstoff als Nebenprodukt produzieren. Sie machen Elektrolysen, werden verwendet jetzt nicht für die Wasserstoffproduktion aus Wasser, sondern aus Salzlösungen. Das sind die Hauptprodukte, sind in dem Fall Chlor und kaustisches Soda. Wasserstoff ist ein Nebenprodukt. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen bekommen eine Förderzusage für 8,2 Millionen Euro für die Produktion von chemischer Speicherung von Wasserstoff. Also nicht über Druck, nicht über Verflüssigung, sondern in einer Metalllegierung, die dann in ein Hydrid umgewandelt wird. Das wird übrigens weltweit die erste Produktionsstätte sein in Rumänien, die so etwas produziert. Soweit ein kurzer Überblick über das, was wir tun, über das, was möglich ist.